herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk, Assassin's Creed Black Flag. So, wir sind immer noch auf der Insel. Ich musste eine kurze Aufnahme-Stopp-Pause einlegen. Und, jetzt tun wir starten. Ich muss irgendwie da nach oben kommen. Und, gehen wir davon aus, dass ich wirklich hier so entlang laufen muss, damit ich da hochkomme. So einigermaßen irgendwie. Na, hoch da. So. Dann nehmen wir die Kiste mit. Wenn ich schon hier dran vorbeilaufe. Okay. So, da oben ist noch weiter der Punkt. Ich tue jetzt gerade nur unten aus dem Bauch raus. Da nach oben. Okay, da geht's auch nicht entlang. Dann vielleicht ja doch. Hier entlang. Aha. Nee, der kann nicht seitlich wegspringen. Okay. Da unten. Auf der kleinen Insel. Okay. So, da gehen wir gleich hin. So. Sich noch so ein arme Sau das Genick gebrochen. Ah, so geht das. Okay. Ja, keine Ahnung. Weiter oben. So. Da entlang. So. Hier sollen irgendwo Kisten sein. Erstmal synchronisieren wir. Das ist erstmal wichtig. Kleine Tempelanlage. Aber wo sollen da die Kisten sein? Wir holen erstmal uns das weitere Artefaktenteil von den Inkas oder Azteken. Die Nase kribbelt gerade so schlimm. Ich versuche den Mieser zu unterdrücken. So. Oh, das geht gerade so. Okay. So, okay. Noch so. Hi, noch ein Schlüsselstein. Okay. Ah, da ist ja noch so ein Aztekending. Okay. Dieser Aztekenstein ist mir schon lieber als irgendeine Schatzkiste oder sonst irgendwas. Dann nehme ich doch lieber diese Steine mit.
Ne, da kann man nicht entlang laufen. Halt, wartet. Ist da ein Eingang? Ja, das war ein Eingang. Ach, da geht's bestimmt nur zu den Kisten hin. Ja, okay. Okay, nur zu den Kisten. Also doch, da wieder erstmal hoch. Das geht ruckzuck. So. Ah, ich dachte, hier oben wäre die Kiste. Nichts passiert. So. Okay, das war jetzt nur per Zufall. Aber in der Wand. Nee, im Boden immer noch. Okay, ich dachte jetzt in der Wand war das. Weil die Wand so ein wenig komisch ausschaut. Und da. Noch ein Stein. So. Und noch ein Stein. Und noch ein Stein. Und noch ein Stein. So, hier haben wir Kapuzenpaviane. Ach, hier sind die. Okay. Davon brauche ich ja mindestens 2 Stück. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mindestens 2 dieser Affen finden. Damit ich sozusagen mein Zeug herstellen kann. Aha, da ist schon mal einer. Einen von 2. Ich hoffe, ich brauche nur 2 und keine 3. Ja, dann heißt das länger suchen. Länger auf- und ablaufen hier. Okay, Nummer 2. Hahaha. Ha, ha. Da haben wir es schon mal. Berserkerpfeile. So, diese Pfeile setzen Gegner 20 Sekunden länger in Raserei. So, hier brauche ich nur noch. Achso, ja, okay. Jetzt gucken, ob ich noch irgend so ein Kapuzen-Affe brauche. Nee, ja. Kapuzen. Sieht nicht mehr danach aus. Ich brauche nur noch hier. Die weißen Haiknochen. Und Schwertwal. Ah. Ach so, ich kann aus Knochen herstellen. Schwertwal. Also. Weiße Haie und Schwertwal, das ist doch schon mal sehr gut. Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Darunter. Okay. Das heißt für uns, wir machen das Ding platt. Ab zur Jackdoll und los geht's sozusagen. Segel setzen, Bewegung! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Da kommen wir ja gar nicht entlang. Vor Segel reffen! Segel setzen! Wird gerade ein wenig schwierig. Setz Top, Rahm und Marssegel! Aber na gut. So. Ah, wunderschön. Da kommen wir raus, so wie es aussieht.
Okay. Ja, müssen wir halt ein bisschen fahren hier, um rauszukommen. Wo hat er die Flaggen verstaut? Warte, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Puh, das ist wird natürlich hier. Aber hier kommen wir raus, hier. Dadurch, genau. So, sehr schön. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Ja, das ist klar. Okay. Gebt den Wind nach! Steuerbord! Okay. Da treibt etwas Kraft ein, Sir! Fliegen, Junge! Fliegen, als würde sie sonst bald schreien! Ja, war doch krass. Lese geheißen, los geht's! Wir reiten den Wind so gut sie es kann! Okay, erst wenn wir den also platt machen, wahrscheinlich. Da! Großer weißer Hai. Hoch! Bewegung, ihr Ratten! Feuer! Daneben! Verdammt! Bereit zu feuern, Sir! Okay. Wir sind außer Gefahr, Sir. Unsere Kanonen reichen nicht so weit. So, okay. Das Schiff noch? Die schießen auf uns! Ach, echt? Feuer! 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 Rampfmast und Tarnsegelwerk! So viel Segel, wie ihr könnt! Du wirst uns versenken, Kenway! Ein Ohr an mir! Öffnen und trimmen! Yo, heave, go! Heave! Okay. Verstreuen euch in alle vier Winde. Damit ich mein Schiff reparieren kann. Ah!
sind sie am Entern! Gleich aufgegeben. Puh. Jetzt können wir unser Schiff reparieren, nämlich. Ja. Und gleichzeitig dann das Ding beballern. Da haben wir einen kleinen Schutz. Puh. Natürlich reparieren. Großsegel, los geht's! Sind bereit! Ja! Ein paar Drucken, eine Menge Feuer! Überstehen, das zu reparieren! Naja, ja. Feuer! Feuer! Ja! Da ist sie am schwächsten! Feuer! Feuer! Ah! Geschafft! Puh. Ja. Sie geht! Ja, unser Schiff geht gleich unter, ich weiß. Also, das kleine Schiff hat jetzt auch ganz schön gekämpft. Da hinten ist ein Sturm. Ah. Auch hier können wir, also hier können wir anankern. Einholen! Einholen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Puh. Ah. Okay. Drei Offiziere töten. Okay. Ja. Offizier 1 getötet. Ja. Na los. Ach, Mist. Get on this blind side. Kugel, zwei, okay. Ja, so macht man das mit Offizieren. Einfach ins Gesicht schießen. So, jetzt aber. No, nicht sterben. Reparier die Waffen. Mach sie voll. Ah, du willst nicht. Boah, der. Der wollte es einfach wissen, ja? Die Briten haben es verdient, so. Munition mitnehmen. Der hat keine Munition mehr, okay.
Munition plündern. Ja, yeah. Her damit. Oh, nur zwei Kugeln. Kill me, please. Let me live, son. Halt. Du hast auch noch Munition. Dich nehme ich auch noch mal aus. Danke. Pity a poor wretch in the wrong place. Wrong time. So. In diesem Rauch sieht doch kein Schwein was hier. So. Piraten! Yeah! War mein Krater danach, ja. Ach ja. Ja, okay. Schiff bauen. Airbus Service. Und zwar hier kaufen. So. Halt. Was haben wir hier noch? Mörser. Genau. Mörser. Sonst ist erstmal alles unwichtig. Halt. Munition. Natürlich voll machen. Dankeschön. Oh, ich habe kein Geld mehr. Hahaha. Ha. Fracht verkaufen, Zucker. Ja, bitte. Und den Rum verkaufen. 5000 hatten wir rum. Nicht schlecht. So. Unser kleiner Jackdoll wird immer fieser. Oh, da hinten sind noch ein paar Schiffe. Ein paar große Schiffe. Done. All the best. Okay. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain. Doch, ja. So. Was haben wir denn da? Guckt euch die Schiffe an. Die sind schon gigantisch, ja? Alle Spanier. Spanisches Kriegsschiff. Die haben sogar Knatze dabei. Ordentlich eine. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Da hinten. Lasst uns Fahrt aufnehmen! Okay. Auf jeden Fall ordentlich Kohle. Ja, ja, wir machen jetzt doch die Hauptmission hier. Und dann werde ich mich erstmal dann nach dieser Mission verabschieden. Ich werde dann natürlich ein bisschen Sachen sammeln, machen, tun, wie auch immer. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Setzt alle Segel, die wir haben! Von Backbord, Sir! Da treibt Frachtgut, Sir! Würde mich ja schon reizen. Was bist du denn? Ein Schoner. Okay, Rum und Zucker. Rum und Zucker. Feuer! Aufteilen! Nehmt Druck vom Baum! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Jeden fetzen Stoff in den Wind! Segelreffen raus aus der Böe! Feuer! Und getroffen, Sir! Feuer! Der Feind hat Verstärkung dabei! Bienen im Wasser, sucht ihr die Hauptsegel! Feuer! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Feuer! Ein guter Treffer könnte sie lassen! Feuer! Lassen Sie die Haken fliegen und Rückzug, Sir! Das Biest wird uns präsentieren! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Ja, Sie feuern mit Mörsern, Captain! Feuer! Wenn wir Sie entern, Captain! So. Feuer! Ja. Da, Captain! Da Feuer! Sind Sie ein witzig! Bereit zu schießen, Feuer! Sir! Captain, ein paar Treffer runter. Hier und Sie brechen! Das wird eine Weile dauern, das zu reparieren! Feuer! Er hat uns voll erwischt! Feuer! Kanone, bereit! Ja. So. Bezahlen. So, jetzt haben wir sie.
Erst nehme ich den kleinen Schoner zum Reparieren. Ja. Wir werden auf Sie treffen, Sir! Ja. Keine Sorge. Guckt euch das Kriegsschiff an. Hat ja schon was an sich. So ein Schiff hätten wir mal uns klauen sollen. Anstatt dieser Jack Doll. Aber nicht so schlimm. Wir machen erstmal die hier. Damit das Schiff repariert ist. Zieht sie in ihren Untergang! So. Das war's schon. Die sind ja einfach aufzubringen. Deswegen. So, da haben wir erstmal Jackdaw repariert. Das ist ganz wichtig. So, sie ist heile. Großsegel setzen, hört ihr? Ihr wollt doch jetzt nicht mich angreifen, Jungs. Top! Ram! Marssegel! Setzt Hauptram und Marssegel! Ram und Marssegel festzurren! Naja, ich alle weiß, dass Segel setzen und starken fest! Zieht sie ran mit aller Kraft! So, ich muss gleich nach oben. Na los. Näher. Nein! Ach, Mist. Na gut. So, geht's halt nicht anders. Ah, Mist. So, jetzt du. So, was soll ich noch machen? Achte noch die zwei oben. Ach, stimmt. Na los, komm. Nein, ich muss nach oben. Jungs, lasst mich nach oben! Bald auf dem Meeresgrund! Genau, gib mir dein Gewehr. Oh, 30 Gegner per Kopfschuss. Okay. Hey, wir haben ein Kriegsschiff. Ordentlich Kohle. Verkaufen Sie den Rum und Zucker. Achso, okay. In Flotte aufnehmen. Wir nehmen die erstmal da auf.
haben wir ein Kriegsschiff. Ein achtbarer Fang, Edward. Ja, ja. Wir wollen ganz kurz in die Kajüte gehen. Danke, mein Freund. Mal ganz kurz gucken, was unsere Kajüte sagt. An Flotte. Okay, 20, Tempo 20. Ups, Entschuldigung. Ja, die nehme ich auf jeden Fall auf. Meine Flotte. Auf einer Mission. Auf 20, 9. Das Schiff abwracken. Ja. Glory. Oh, weiß ich nicht, warte mal. Abbrechen. 20, 20, 9. Auf einer Mission. Ja, ist doof. Hier habe ich ja schon die Glory. Weil das eigentlich das Schiff, was wir jetzt gerade suchen. Rose. San Anna. Kriegsschiff. Das war auch gerade ein Kriegsschiff, was wir jetzt eingenommen haben. Ja. Ach, wisst ihr was? Die tun wir jetzt abwracken. Für. Ich glaube, sonst ist jedes Schiff heil. Weil, wie gesagt, dieses. Ja, die HSS Glory. Die suchen wir, glaube ich. Ja. Und genau die Princess. Ja. Princess of London. Die habe ich ja schon. Ach, damals, wo ich das erstmal gespielt habe, mir geholt. So. Okay. Ein Schiff können wir, glaube ich, gar nichts mehr ausbauen, war jetzt erstmal, oder? Ne, war nichts zu machen. Alles rot, alles. Okay. Können wir erstmal so lassen. Schiff. Drei Schiffe. Kapern. Achso, ja, die ganzen Errungenschaften. Ganze Statistikkacke. Hier sind jetzt gerade so viele Schiffe. Captain steuert. Metall. Was sich gelockert haben, als wir getroffen wurden. Ach nö. Wer kommt denn da? Ist ernsthaft? Meint sie sich jetzt hier zu uns hinbewegen zu wollen? Feuer! Ja! Hinterhaken bereit! Vorsegel setzen! Sind bereit, Sir! In die Wand! Was ist das da? Segel setzen! Okay. Oh, wir müssen eh in die Richtung. Alle Segel, sie verträgt das! So. Nee, Segel, wir reiten die Bö! Ja, genau, wir reiten die Bö. Nee, die ist doch gegen uns, glaube ich. Naja, egal. Wir schippern jetzt erstmal hier hin. Und gut ist. So, dann machen wir jetzt Bekanntheitsgrad erstmal weg. Und gut ist. Roska ist da! Zieht sie ran, Matros! Was sagst du da? Naja, okay. So, Bekanntheitsgrad natürlich. Ollen Piratenjäger. Naja, hat mich ja gar nicht beschädigt, also. Bekanntheitsgrad verringern. So. Der Segelmänner! Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Großer weißer Hai.
Da ist er. Es gibt gutes Fleisch zum Aufspießen hier, Captain. Ja, ja, das frisches Fleisch, machen wir jetzt, okay? Seesegel einholen. Beiboote bereit machen, Jungs. Ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Damit wir auf jeden Fall, ja, rankommen. So, na gut. Da ist der kleine weiße Hai. Na gut, kleines. Bereit, Jungs. Du hast ihn, Captain. So ist gut. Mach dich nur müde. Das schmeckt ihm nicht, ha? Er wird schwächer. Er ist los, Captain. Augen auf, Jungs. Okay. Rechts oder links kann er kommen? Achtung, Steuerbord voraus! Alles sicher, Captain. Es geht los. Hab dich. Geschafft. Seil gerissen, Captain. Okay. Sicher das Seil. Es geht los. Ah, ja. Ach, Mist. Nein. Oh, Mann, bin ich gut vorbeischießen. Seil gerissen, Captain. Noch 24 Stück haben wir. Achtung, Backbord voraus! Bindet es fest! Festhalten! Ein Schlepper noch und das war's. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Okay. Ihn hoch! Gut gemacht, Captain. So. Was haben wir da? Metall? Und du da hinten? Ach, solche schönen Ziele. Setz jeden Zoll Segel! Wir schippern mal davon zur Mission hin. Ja, ich ignoriere jetzt mal. Ich versuche es zu ignorieren. Okay? Ich versuche es. Ob es gelingt, kann ich euch nicht verraten. Oder ich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich versuch's. Oh, diese vier Schiffe gleich vier Schiffe! Allein der hat 100 Metall dabei. Das ganze Holz. Ja, komm, wir retten. Was haben wir da hinten? Nur ein Schoner. Noch ein Schoner. Okay, komm. Ach, wir fahren jetzt. Wir fahren hier dran vorbei und gut ist. Roms. Weiter geht's. Das kann ich nachher dann alles offline machen. Nach der Mission. Ja. Ihr habt hier Action und ich werde dann in der dann offline für mich dann halt das ganze Zeug sammeln. Ja. Einsammeln. Nochmal rum. Zucker rum und Zucker. Okay. Piratenschiff, da ist es doch. Ja, den nehmen wir mit, den Schiffbrüchigen. Eingerettet, eingerettet, ja klar. Eingesammelt. Ja, pass bloß auf, was du machst. Du auch. So. Ah, mal gucken. So. Oh, 180 Metall. Ist das alle außer Großbergen! Okay, dann starten wir mal. Locker trimmen, alle Segel einholen! Großsegel rein, Bramsegel reffen! Genau. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Genau. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Okay.
Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's, Ai. Schön, Kinder. Knallt die Türen. Wo kommt dein Akzent her, Robert? Kann es sein, dass du aus dem Westen stammst? Genau richtig. Ein kleines Dorf namens Casnewith Bar. Nie davon gehört. Ei, kein Wunder. Ich dachte immer, es sollte ein Schild am Ortseingang geben. Hier beginnt Casnewith Bar und hier endet es auch. Ah ja. Ich wurde in Swansea geboren. Die reinste Großstadt im Vergleich dazu. Naja, portugiesische Schiff aufstehen. Nicht tot, Fahrt zulegen. Machen wir ein bisschen fixer hier. Leicht vom Wind abfallen. Okay. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Okay. Um Himmels Willen, tu es. Kommissar Falar, Kapitão. Oh, saudações, cavalheiros! E que Deus abençoe, amigo. Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. É, só um pequeno passeio por entre a frota, para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido, antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Bem, embarcadores por entre vós, então, quantos julgas serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de dois terços são embarcações mercantis. Ah, um número considerável. Elas rotam. Nesse caso, não devido estejam com receio de tirar. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase três dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, oh, sim, pois. Falando de pirata, este brinco foi retirado a um bando desses batistas há bocado de dia. Ainda não tivemos oportunidade para o reparar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem. Ok. Als ob die das nicht mitbekommen würden. Foi um prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. Toma aqui. Até à próxima. E que Deus vos abençoe. Ok. Geschafft. Ah. So. Und gleich das auf Anhieb geschafft. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Nehmen wir Fahrt auf. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei. Die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Okay. Por favor, senhor, implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert. Ha! Er ist begeistert.
ist das? Ah ja. Diese ganze Beute. Naja, ist egal. Lesegel setzen. Aufgehen. Segel reffen. So, weiter geht's. Das wird enger. Okay. So. Ja, der Wind drückt uns schon da, wo wir hinwollen, hin. Direkt voraus! Sie laden etwas von dem Schiff ab! Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Die Truhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie her. Sag ihnen, dass wir die Pest an Bord haben. Sag ihnen, sie sollen... Ah ja. Edmund! Podemos falar com o capitão do navio? Ich verstehe kein Wort, Freunde. Olá, olá! É o próprio! Peço perdão pela minha resposta. Sei ter mais notícias para transmitir. É possível que estejamos infectados pela peste. O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido mercadoria infectada. Se nos deixarem em paz, por enquanto, encontraremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar a contágio. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. Só. Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, era uma traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. Das Schiff verfolgen. Ah, da. Hey! Hey! Boah, hoch da! Oh, ernsthaft? So, jetzt aber. Nehmen wir die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Ah ja. Aber Kenway will nicht jeden töten. Ja. Trimmung locker. Topsegel retten. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Aufgehen. Segel retten. Lesegel setzen. So. Dran vorbei. Leicht vom Wind abfallen. Und wieder vorbei. Dicht hoch. Paar zulegen. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Ja. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Okay. Puh, okay. Machen wir Berserker. Halt, können wir herstellen? Wir stellen ein paar Sachen her. Und zwar Berserkerpfeile. Oh, herstellen zurzeit mehr super.
sind gleich zwei da oben auch noch. O cansar desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta a Lisboa. Okay, gut. Das war jetzt echt nicht so geplant, wie ich es wollte. Jetzt brauche ich erstmal Munition. Komm, da runtergefallen. Los, danke. Ich brauche ein paar mehr Kugeln wieder. Das ist, wenn man halt kugelrar ist. Keiner mehr eine Kugel bei sich. Ey, Leute. Unfassbar. Sabotieren wir die Kacke. So. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. Okay, wir sind da oben. Der hängt irgendwie ein wenig ab. Na? Naja, okay, gut, cool. É a tripulação de Estibórdio que está a fazer o tour nesta noite? Ou foste tu ontem? Por Deus, estou a perder a conta aos dias. Ok, zack, hier hoch. Não se pode jogar as cartas no convés! Knallhart. Rex, passa aqui! Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstationen, an die Kanonen! Und zwar alle Mann! Auf deinen Befehl, Captain! Lassen wir diese Bestie brüllen! Ja, okay. Großsegel, los geht's! Feuer! Ja! Ja! Für das euch gehört, Jungs! Ihr gern schwimmen, hä? Feindliches Feuer! Schöner als der Höllenwind, der einem ins Gesicht bläst! Und Feuer! Das ist die Dotze! Das wird sie versichern! Feuer! Haha! Sie stehen am Tor zur Hölle! Blut und Verachtung! Feuer!
Stern schwimmen! Keine Gnade für die, die sich sonst in den Weg stellen! Sie, das wird sie versenken! Feuer! Getroffen! Kappsegel reffen! Sie feuern! Gegner feuert! Feuer! Ja! Und auf! Ehrlich, kleines Schiff. Feuer! Schieß dahin, Sir! Gib mir etwas Fahrt! Feuer! Runter auf den Grund! Da ist Ihre Schwachstelle! Na los, das letzte Schiff nur noch. Und kabumm macht es. Oh, böse Schiff. Alle Segel, sie verträgt das! Griff die Trop- und Bramsegel! Richtig böse Schiff. Feuer! Laden noch nach, Sir! Wow. Trop! Warum kann ich nicht so ein Kriegsschiff haben? Feuer! Am Ziel vorbei! Alles zu einfach. Also, Schiffe können wir dann knallhart wegfallen. Aber guckt euch das an, was für ein Schiff das ist. Ja, schneller können wir gar nicht segeln, sehe ich gerade. Kleine Jackdaw, 32. Ein schönes Schiff. Ey, aber mit der Jackdaw versenken wir solche Schiffe erst recht. Und das ohne Probleme. So. Mars und Topsegelberg! Meine Prise. Und? Ah, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Laurens Prinz Blut. Wertlos. Woods Rogers Ben Hornigold sogar Torres selbst. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Na, also, geht doch. Nicht in den Kampf verfeckert werden lassen, den Kapitän mit Hilfe einer Seil. Was? Seil, was? Seil, Wind in Seilschwung töten. Also, okay. Das ist natürlich alles schief gelaufen, aber ist egal. So, genau. Erstmal weg vom Steuer. Bevor wir uns, glaube ich, zum Punkt aufmachen. Ja, zur Hauptmission. Mord und Totschlag. Werden wir uns jetzt erstmal hier verabschieden. Ich werde dann erstmal, naja, die restlichen vier Festungen platt machen. Kastelle. Und dann werde ich mal noch ein bisschen, was war das, glaube ich, hier? Schwertwahl und nochmal den weißen Hai jagen. Und noch ein paar Sachen sozusagen für uns rausholen. Also fürs Schiff. Vorbereiten das Schiff, ordentlich rausballern, dann noch ein paar Orte besuchen, sozusagen die Aztekensteine, wie wir hier schon 2 von 2 haben in der Nebendinger. Mal gucken, haben wir hier noch. Haben wir auch nochmal Aztekenteil, die werde ich mir dann alle organisieren, damit wir auch die Tür dann hier oben öffnen können bei den Assassinen. Ja. Und dann werden wir uns sozusagen dann wiedersehen bei der Hauptmission. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Ja, alles Gute und ciao, ciao. Ein Schiff. Captain ist am Steuer. Was bist du da hinten? Ich kann dich noch nicht erkennen. Sag mir, dass du lohnste Beute bist. Bring die Hauptsegel in den Wind! In die Wand! Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Erstmal ciao, ciao euch.